So, liebe Festgemeinde, willkommen zurück zur Stiftung Fuseltest mit uns Kaputten und dem White Blossom White Rum and Cola. Alkohol- und koffeinhaltiges Mischgetränk. Rum Mixed Drink. Völlig egal, hat 10 Umdrehungen. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus Verbraucherschutzgründen für euch. Ja. Und weil es halt da ist, wehe, das schmeckt nicht. Oh, okay. Das wird's nicht. Prost. Ja, Hydra ist jetzt gar nicht so schlecht. Naja. Also das hatten wir schon wesentlich schlechter. Es geht. Ja, also da hatten wir schon schlechtere Getränke mit Cola. Das war, aber auch schon bessere. Es schmeckt wirklich komischerweise wie ein richtig schlechter Rum mit einer richtig guten Cola. Nein. Doch, finde ich schon. Also es schmeckt so ein bisschen wie die Red Bull Cola, aber mit einem richtig fiesen Fusel drin. Okay. Das ist Fusel. Das ist finsterster Fusel. Also auf jeden Fall, falls ihr irgendwo auf den White Blossom Rum und Cola stoßt, ist jetzt nicht unbedingt, was man machen muss, ist jetzt aber auch nichts, was einen direkt umbringt. Also ich würde sagen, der kriegt von mir so einen zu 33% gehobenen Daumen oder so. Aber, also, ja doch, wirklich. Zu 33% gehobenen Daumen. Warum? Weil er funktioniert. Also ich finde, lustigerweise, der ist vom Geschmack her jetzt nicht so ein Highlight, aber ich glaube, ab dem zweiten fängt er an zu schmecken. Nein. Ab dem dritten, vierten vielleicht. Ja, ich besorge noch ein paar Dosen. Genau, wir überprüfen das. Eine grundsätzlich umfassende Analyse. Wir testen das. Ah, das sieht jetzt nur ein bisschen komisch aus, aber hier habe ich meinen Auslöseknopf gerade zwischen meine Beine fallen lassen. Und, das ist so falsch. So, auf jeden Fall, also ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Preis-leistungstechnisch würde ich sagen, da ist wieder Vlad vorbeigeflogen. Ich würde sagen, preis-leistungstechnisch schlägt er den Jack Daniels mit Cola in der Dose um Längen. Weil der schmeckt auch scheiße. Oder naja, die schmecken alle nicht scheiße, aber sie schmecken halt nicht toll. Aber sie funktionieren alle, sie tun, was sie sollen, die machen uns blöd und lustig. Und deshalb, wie gesagt, gibt es dann so ein. Nee. Also von mir schon. Da fehlen mir noch Werte für. Also das muss noch genauer analysiert werden. Genau. Anna, falls du uns hörst. So, wir müssen analysieren. Bis dann.